Für das heutige Video habe ich mir extra einen Sakko angezogen, denn heute sprechen wir über die Hochfinanz. Und zwar geht es heute darum, hier, Sonderausgabe des Manager-Magazins, hier ist es, die 1001 reichsten Deutschen. Stehe ich auf dieser Liste oder nicht? Und falls nicht, ist dann überhaupt was Interessantes darin? Jetzt alles hier in diesem Video und damit ihr auch wisst, wo ihr seid natürlich auf meinem Kanal, mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Also, auf geht's! Also, gleich um das vorwegzunehmen, nein, ich stehe nicht auf dieser Liste drauf, es ist aber auch gar nicht meine Intention. Wobei, wir sprechen mal, was du brauchst, um auf diese Liste zu kommen. Also, das hier ist die Ausgabe 11a, also November 2018, Sonderaufgabe, das sogenannte Reichstenheft. Manager-Magazin lese ich ganz gern und jawohl, die 1001 reichsten Deutschen sind hier aufgelistet. Ich fand das ganz spannend, ich kaufe mir auch manchmal die aus Amerika das Forbes Magazine und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, na klar, das haben wir doch alle so ein bisschen, dass wir ein wenig so Yellow Press mäßig mal schauen wollen, wie viel haben die denn? Ne? Es ist also so ein bisschen Neugier. So, dann ist aber auch ganz mal interessant, was stehen denn da so für Leute drauf und wie sind die zu ihrem Geld gekommen? Weil wenn du selbst zu Geld kommen willst, wenn du selbst im Finanzbereich irgendwie tätig bist, wenn dich das Thema Geld einfach interessiert, naja, dann muss man halt auch schauen nach denen, die Geld haben. Und wenn man sich das Ganze mal anschaut, dann sind da wirklich wahnsinnig spannende Dinge dabei und ein paar will ich mit dir mal teilen. Fangen wir erstmal an und zwar wir fangen mal von hinten an. Also, wie viel Geld brauchst du, um zu den 1001 Reichsten in Deutschland zu gehören. Überlegt mal, also wer das Heft jetzt nicht hat, macht mal für euch ganz kurz, macht vielleicht auch mal das Video aus und überlegt mal ganz kurz, wie viel braucht man. Ne? So, 1, 2, 3, ich löse es auf und zwar auf dem 1001. Platz. Viele Plätze sind hier mehrmals vergeben, aber auf dem der 1001. Platz, der ist nur einmal vergeben. Dafür ist eben der 939. mehrmals vergeben. Da stehen drei Herren drauf, die dieses Geld gemeinsam haben. Und zwar stehen da drauf Klaus Meine, Matthias Japs und Rudolf Schenker. So, jetzt wird der ein oder andere überlegen. Klaus Meine, Rudolf Schenker, wer ist das? Stichwort Hannover. Jawohl, das sind die Scorpions. Ne? Das sind die Scorpions. Ich habe alles so gelesen. Es ist auch die einzige Band, die hier darauf steht. Und klar, da kann man jetzt wieder sagen, warum steht da eine Helene Fischer nicht drauf? Die ist mittlerweile auch Millionen schwer. Aber die zählt ja als Einzelne, die Band hier zählt zusammen. So, wie viel braucht man jetzt, um darauf zu kommen? 90 Millionen. 90 Millionen Euro benötigst du, um in diese Liste hier reinzukommen. Zumindest nach der Berechnung hier des Manager-Magazins. Und wir wollen da uns jetzt auch gar nicht streiten. Das war jetzt auch der Yellow Press Teil, 90 Millionen. Fangen wir mal von vorn an. Wie viel brauchst du denn, um in die Top 10 zu kommen? Gehen wir mal zurück. Also auf Platz Nummer 10, da ist ein Single, ein Milliardär. Das kann man sich denken, ne? Oder in der Top 10 musst du schon Milliardär sein, um da drauf zu kommen. Und zwar ist das Klaus-Michael Kühne. Kennt ihr vielleicht Kühne Spedition, Kühne und Nagel, lebt mittlerweile schon seit vielen, vielen Jahren in der Schweiz, ein Mäzen des HSV, der hat sehr, sehr viel Geld in den HSV gesteckt und vor kurzem auch ein doch sehr, sehr schickes Hotel in Hamburg geöffnet. So, und wie viel musst du haben, damit du da drauf kommst? Der war im vorigen Jahr noch auf Platz 11, hat in diesem Jahr ein bisschen Geld verloren, hat es trotzdem auf Platz 10 geschafft und zwar mit 10,5 Milliarden Euro. 10,5 Milliarden Euro, ja, da muss schon eine alte Frau viel für stricken. So, kommen wir mal auf Platz 1. Wer ist Platz 1? Und da, ihr seht es auch hier, ich habe mir das so ein paar Zettel schon angemacht. Also, wer ist auf Platz 1? Und das ist etwas, die sind schon viele, viele Jahre sind die in diesen Listen immer ganz, ganz vorne. Und ich habe schon vor mehr als 10, 15 Jahren mal was über die gelesen. Und das hat mich damals unheimlich motiviert. Und zwar, es hat mich deswegen motiviert, weil ich
durch diese Familie erkannt habe oder durch das Beispiel dieser Familie erkannt habe, dass der Aktienkurs nicht immer das Entscheidende ist. So, über wen spreche ich? Ich spreche über ein Geschwisterpaar. Und zwar ist das Stefan Quandt und Susanne Klatten. Wem die Namen jetzt nichts sagen, Stefan Quandt und Susanne Klatten sind die Erben eines Industriellen, nämlich wie hieß der jetzt mit, weiß gar nicht, wie der mit Vornamen hieß. Also auf jeden Fall Quandt. Und der war ein großer Anteilseigner von BMW. Und das sind die beiden immer noch, dieses Geschwisterpaar, die sind immer noch, die halten immer noch einen großen Anteil an BMW, und zwar, ich glaube, 47%. Denen gehört 47% von BMW. Da kann man sich vorstellen, jawohl, da ist man durchaus vermögend. Aktuelles Vermögen der beiden zusammen 34 Milliarden Euro. Das sind rund 3,5 Milliarden Euro mehr als im, nein, 2,5 Milliarden mehr als im Jahr zuvor. So, und als ich vor Jahren das erste Mal diesen Namen gehört habe, da habe ich etwas gelesen und das hat mich total umgehauen. Und zwar habe ich gelesen, dass diese Familie oder diese beiden durch ihre Beteiligung an BMW natürlich eine Dividende bekommen. So, jetzt hat BMW allein in diesem Jahr 1,2 Milliarden Euro an Dividenden ausgeschüttet. Jetzt stell dir vor, diesen beiden gehören 47%. Das heißt, wir machen mal 50%. Die haben roundabout ungefähr so 550 Millionen Euro Dividenden bekommen. Nur weil ihnen das Teil gehört. Und nein, das finde ich nicht schlimm. Und nein, ich möchte die nicht mit 90% besteuern. Mich hat das damals unheimlich motiviert. Warum? Ich habe damals, wie gesagt, erkannt, der Aktienkurs einer Beteiligung kann enorm schwanken. Ich will es mal so bezeichnen. Stell dir vor, bist an einem Unternehmen beteiligt. Das ist für mich immer, eine Beteiligung an einem Unternehmen ist eine Geldmaschine. Und diese Geldmaschine, die steht bei dir im Keller. Du passt natürlich gut auf diese Geldmaschine auf. Und jeden Tag kommt einer vorbei und sagt, hey, ich bin bereit, dir so und so viel für deine Geldmaschine zu bezahlen. Das ist der Aktienkurs. Mal will er dir für deine Geldmaschine sehr viel bezahlen, mal will er die für deine Geldmaschine sehr wenig bezahlen. Du verkaufst diese Geldmaschine aber nicht, sondern du nutzt sie, um Geld zu erwirtschaften. Und das ist eben in dem Fall hier bei der Familie Klatten, Quandt, sind das eben die Dividenden. Und als ich das verstanden habe, hat sich mein Blick auf Aktien vollkommen geändert. Am Anfang, als ich vor weit über 20 Jahre, nein Gott, das ist ja schon, ach, ich darf gar nicht schon denken, das ist ja schon über ein Vierteljahrhundert her. Als ich meine allererste, 96 war das, muss ich ganz kurz rechnen, na gut, über 20 Jahre, fast ein Vierteljahrhundert. Als ich meine allererste Aktie gekauft habe, dann war das so, kauf eine Aktie und in der Hoffnung, sie wird mehr wert, du kannst sie teurer verkaufen. Mittlerweile sehe ich das ganz anders. Mittlerweile sage ich wirklich, ich habe das verinnerlicht, ich kaufe einen Anteil an einem Unternehmen und wenn es diesem Unternehmen gut geht in den nächsten Jahren, dann werde ich immer damit Geld verdienen. Entweder in Form von Dividenden oder in Form von Wertsteigerung, im besten Falle natürlich von allen beiden. Oder jetzt habe ich mir noch diesen dritten Part gesucht, dass ich meine Geldmaschine, meine Aktien fair optioniere und damit auch immer Cashflow herausziehe. Ne? Und deswegen war die Susanne Klatten und Stefan Quandt, das war für mich eine Motivation. Nicht das Geld war für mich eine Motivation, ne? Weil das, ich glaube, niemand von uns kann sich vorstellen, wie es ist, wenn es einmal im Jahr einen Rutsch gibt und dann jemand 500 Millionen aufs Konto schaffelt. Ne? Dann wird, schüttet, na, wie auch immer, dann wird der Banker auch mal anrufen, wird fragen, was ist denn da los. Aber das ist schon, dass überhaupt das kommt. Und ich da zum Beispiel habe dieses Jahr so viel Dividenden wie noch nie in meinem Leben verdient, was ja auch logisch ist, weil Dividenden in der Regel immer steigen. Und das ist einfach fantastisch, wenn du alle zwei, drei Tage, manchmal ist es jeden Tag in einer Woche, kommt Geld aufs Konto. Ne? Das sind manchmal kleine Beträge, das ist manchmal ein zweistelliger Betrag, manchmal ein dreistelliger Betrag, aber es summiert sich halt, wo du denkst, hey, wow, dafür, dass ich mal irgendwann eine Aktie gekauft habe, kriege ich jetzt jedes Jahr Geld dafür? Das ist doch gigantisch. Also mich motiviert das immer wieder, mich begeistert das eigentlich. So, jetzt ist mir noch was aufgefallen auf dieser Liste. Und zwar,
Hier sind am Anfang, ne, also hier sind so ein paar Bildchen drin, dann ist über die Firmen oder die jeweiligen Leute immer so ein bisschen was beschrieben. Ihr seht jetzt nicht ganz in der Reihenfolge, das sind jetzt nicht immer so die ersten drei sind aufgeführt und danach sind noch ein paar andere. Aber ich will euch mal Folgendes machen, und zwar, wie sind die Leute zu Geld gekommen, beziehungsweise wie verdienen die ihr Geld? Und das ist wieder total spannend. Warum? Die verdienen das Geld durch dich und mich. Wie das? Ich lese dir einfach mal vor, wer so die ersten sind und sag dir was dazu. Also, die Quanz, die Glattens an Nummer 1, BMW, unter anderem auch beteiligt an SGL Carbon. Jetzt fahre ich persönlich keinen BMW, aber schaut raus auf die Straße. Das sind tolle Autos, die werden viel genutzt. Und deswegen, jeder, der sich einen BMW kauft, da verdienen die was mit. Toll. So, dann gehen wir mal zu Nummer 2. Und das ist die Familie Reimann. Die Familie Reimann, denen gehört mal einen Anteil an Reckitt Benckiser. Das ist eine, ich glaube, das war so eine Reinigungsfirma, ne? Chemie haben die gemacht. Und das haben die dann mal verkauft und die haben dann die Firma Yap gegründet, die Yap Holding. Und diese Yap Holding, die investiert in den letzten Jahren ganz extrem zum Beispiel in den Kaffeemarkt. Die haben auch mal einen Ausflug gemacht in die Luxusgüterindustrie. Das hat nicht so funktioniert, aber bei Kaffee sind sie super unterwegs und die halten zum Beispiel Anteile an Jakobs. Und wer von uns trinkt nicht alles mal einen Jakobs-Kaffee? Also mit so einer simplen Sache wie Kaffee verdienen die Geld auf Platz 2 mit 33 Milliarden Dollar. So, dann die Nummer 3. Die Nummer 3 ist Dieter Schwarz. Und Dieter Schwarz, den Namen kennt vielleicht der ein oder andere, das ist der Chef von Lidl. Ne, dem gehört Lidl, der hat Lidl aufgebaut, hat natürlich auch Immobilien und so weiter. 25 Milliarden auf Platz 3. Aber, und das ist jetzt wieder das Tolle, wer von euch geht zu Lidl? Schon mal bei Lidl gewesen? Vielleicht nicht jeden Tag oder nicht jede Woche, aber wer war schon mal bei Lidl? Okay, ganz simple Sache. Ja, Supermarkt. Dann kommen wir zur Familie, zu Nummer 7. Das ist Heinz-Hermann Thiele. Den Namen wird wahrscheinlich die wenigsten von euch jemals gehört haben, aber wer sich für Börse interessiert, der kennt Knorr-Bremse, richtig? Börsengang. Und Knorr-Bremse, na klar, die machen Bremsen, allerdings nicht für Autos, sondern für Züge. So, wer ist schon mal von euch Zug gefahren? Richtig, also jeder, der schon mal Zug gefahren ist, da hat er auch was verdient, denn diese Züge brauchen Bremsen und das sind die Weltmarktführer. Denen gehört auch noch ein Anteil mit an Foslo, unter anderem 15 Milliarden auf Platz 7 durch den Börsengang natürlich viel, viel Geld verdient, aber die hatten auch schon im letzten Jahr 9,6 Milliarden. So, dann haben wir auf Platz 14 die Familie Knauf. Knauf Gips. Wer von euch schon mal Ausbau gemacht hat, ne, irgendwie so eine Trockenbauwand irgendwo hingeschraubt oder so, der hat mit großer Wahrscheinlichkeit eine Trockenbauwand von Knauf genommen oder hat mal Gips gekauft oder sonst irgendwas im Baumarkt. Ne, da waren die Jungs hier mit dabei. So, 8 Milliarden. Auf dem 14. Platz teilen sie sich mit der Familie Oetker. Brauchen, glaube ich, nicht darüber reden. Ne, Familie Oetker. Oetker kennt jeder. Pudding. Da waren wir auch alle mit dabei. Irgendwann mal. Zumindest als Kinderpudding. Ganz grandios. Da war jeder mit dabei, den gehört auch das Bankhaus Lampe und so weiter und so fort. So, dann zu einer Dame, die auf Platz 45 ist, und zwar Yvonne Bauer. Und zwar Yvonne Bauer ist die Chefin eines Verlagshauses. Und ich lese euch bloß mal ein paar Sachen vor, nämlich, die geben zum Beispiel heraus die Bravo. Ja? Jetzt habe ich zwei Kinder im pubertierenden Alter, jawohl, da ist die Bravo mega angesagt. Ja? Und jetzt weiß ich halt, okay, jedes Mal, wenn ich so eine Bravo für meine Kiddies kaufe, oder die meist kauft sie meine Frau, oder sie kaufen sich es mittlerweile selber, dann verdienen die was mit. TV Movie gehört denen mit. Die sind Großaktionär von RTL2. Ist nicht so zwingend mein bevorzugter Fernsehsender, wir schauen ohnehin kaum Fernsehen, aber so Sachen machen die. 600 Zeitungen in ganz Europa, in Deutschland, Polen, Großbritannien, Australien, Neuseeland, USA, 600 Stück und da immer dieses so Yellow Press, ne? Also dieses seichte Sachen, aber eben ziemlich cool. 100 Radiosender haben immerhin auch 3,5 Milliarden für Platz 45. So, und jetzt machen wir noch zwei und dann sind wir durch. Und zwar auf Platz 62 jemand, den ich, der steht auf meiner persönlichen Bucketlist, den würde ich gerne mal kennenlernen, weil ich mich gerne mal mit ihm unterhalten würde. Und zwar ist das Oliver Samwer. Von den Samwer Brothers, weil die einfach
ja, wirklich eine Erfolgsgeschichte geschrieben habe in Deutschland, habe ich riesen Respekt davor. 2,7 Milliarden mit seinen beiden Brüdern zusammen. Und ich bin Aktionär bei Rocket Internet. Deswegen, okay, der soll ruhig 20 Milliarden haben. Indem sich die Rocket Internet Aktie verzehnfacht, habe ich auch was davon. Und als letztes, und das fand ich auch wieder toll, von denen, die hier aufgeführt ist, Platz 83, die Familie Krenke. Und Krenke, das ist eine Leasingfirma oder unter anderem eine Leasingfirma. Und wir haben zum Beispiel unsere sämtlichen Handelscomputer und unsere ganze Infrastruktur bei über Krenke geleast. Ne? Also wir haben das nicht gekauft, sondern wir haben das geleast. Das ist fürs Unternehmen einfach finanztechnisch viel, viel günstiger. Und wir haben diesen Vertrag mit Krenke Leasing gemacht. So. Das finde ich so spannend, dass wenn ihr diese Liste durchgeht und wenn ihr euch das mal anschaut, ihr findet halt ganz, ganz viele Firmen, wo ihr sagt, ah, bei denen habe ich doch was oder da gehe ich doch hin oder da kaufe ich doch was ein, ah, habe ich schon mal gehört, habe ich schon das. Und das ist auch so ein bisschen meine Philosophie für Investments, weil viele Leute schauen immer nach furchtbar komplizierten Investments. Lithium-Aktien, Uran-Aktien, vielleicht auch jetzt, was in letzter Zeit ja so angesagt war, Marihuana-Aktien und so weiter. Ne? Alles gut und schön. Und wenn du dann den richtigen Zeitpunkt erwischst, kannst du jede Menge Geld verdienen. Aber es ist nach wie vor so, und es wird auch immer noch so bleiben, dass du mit diesen alltäglichen Dingen um dich herum, die du nutzt, und das kann jetzt Technologie sein, das kann aber auch Non-Technologie sein oder Oldschool, ne? Also Amazon nutzen viele von uns, Netflix, Apple und so weiter. Du hast vielleicht Nike-Schuhe oder Adidas-Schuhe, du fährst vielleicht einen Daimler oder einen Tesla oder was weiß ich. Du, ne? Ihr wisst, was ich meine. Schaut euch einfach um, was ihr selber nutzt, was da draußen ist. Und das meiste gibt es zu kaufen. Da könnt ihr euch beteiligen. Da könnt ihr hergehen und könnt euch ein kleines Stück an der Aktie kaufen oder an dem Unternehmen kaufen. Nicht an der Aktie, sondern am Unternehmen kaufen. Und ich habe euch das erzählt letzte Woche mit meinen neuen Wagen, als ich mit meinen Kids da war, dass wir sagen, hey, guck mal hier, McDonald's oder Starbucks oder irgend so etwas. Und wenn du eben sagst, guck mal hier jetzt bei unserem Umbau, diese Gipsplatten, die wir da reingebaut haben, das kommt von der Firma, weiß ich jetzt nicht, ob ich bei denen beteiligen kann, aber es gibt so, so viele Dinge. Das heißt, macht einfach das Investieren nicht zu kompliziert. Viele Leute sind Experten darin, Bilanzen zu lesen und graben sich da ganz, ganz tief rein in irgendwelche Dinge. Und ja, das ist alles richtig und ja, das ist alles schön und das ist auch alles gut. Aber um den ersten Schritt zu machen, um reinzukommen, macht es einfach, macht es nicht so kompliziert. Schaut euch einfach mal um, was ihr tagtäglich benutzt. Wofür gebt ihr Geld aus? Und wenn ihr für etwas Geld ausgebt, dann hat das doch einen Grund. Also wenn ihr zum Beispiel sagt, ich gehe in einen bestimmten Supermarkt, das kann man in Deutschland in die Supermärkte leider nicht so investieren wie in Amerika, ne? Aber dann hat es doch einen bestimmten Grund. Wenn ihr sagt, hey, ich kaufe mir immer Adidas-Schuhe, warum kaufst du dir denn diese Adidas-Schuhe? Weil du die so furchtbar findest oder weil du sie gut findest? Und wenn du sie gut findest, na verdammt, dann kauft ihr doch einen Anteil an diesem Unternehmen daran. Also wisst ihr, das macht es doch relativ einfach. So. Noch eine letzte Sache, was ich auch spannend fand, ich habe es durchgeschaut und man findet natürlich auch nicht alle, aber ein paar Sachen fand ich noch interessant, nämlich eine Sache fand ich noch interessant, die habe ich hier hinten, habe ich extra hier mir gelb gemarkert, und zwar, es gibt nur einen einzigen Sportler unter dieser Liste, und zwar auf Platz 827 mit 150 Millionen. Und das ist jetzt meine Frage an euch. Ja, okay, ein paar werden dieses Heft haben und werden dann nachschauen können. Nur ein einziger Sportler ist dabei, 150 Millionen. Und jetzt meine Frage an euch, ratet mal, welcher Sportler es ist. Welcher Sportler hat es geschafft, 150 Millionen zu verdienen? Ich war ein bisschen überrascht, als ich das gelesen habe. Und nein, es ist nicht Boris Becker. Haha. Es geht darum, nicht, wie viel man mal verdient, sondern wie viel man jetzt noch hat. Ne? Also deswegen schreibt mir mal in die Kommentare hinein, was ihr glaubt, wer ist dieser Sportler, der es geschafft hat, 150 Millionen Dollar, nein, Euro, 150 Millionen Euro, hat er letztes Jahr auch schon gehabt, zusammenzubekommen. Ist ein ziemlich cleverer Geschäftsmann. Und
schreibt mir das mal rein. Und dann bin ich gespannt, auf wen ihr da kommt oder auf wen ihr da vielleicht ratet. So, dann hier. Das ist die Zeitschrift. Ich kriege kein Geld dafür. Ich fand es einfach spannend, mir das mal anzuschauen. Und jetzt bin ich auf eure Meinung gespannt. Ne? Also ist es für euch motivierend, sich solche Leute mal anzuschauen? Würdet ihr den einen oder anderen da gerne mal treffen? Wenn ja, was würdet ihr die fragen? Was würdet ihr, morgen sitzt Susanne Klatten neben euch in der U-Bahn und fährt irgendwo hin, weil sie ihren Chauffeur nicht findet. Und was fragst du die dann? Ne? Hättest du da was du die fragen könntest? Also, ich bin gespannt auf eure Kommentare, eure Meinungen zu diesem Video. Gebt diesem Video einen Daumen hoch, teilt dieses Video. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Euch einen wunderschönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.